ich gerne ein bisschen nachfragen wollen. Also hier im Labor geht es um Geschäftsmodelle. Wie kommt man auf ein vielversprechendes Geschäftsmodell? Sie sind auf eines gekommen und ich würde gerne ein bisschen nachfragen, wie ist das entstanden? Wann, wie sind Sie zum ersten Mal auf die Idee gestoßen, dass so etwas wie ein soziales Netzwerk ein tragfähiges Businessmodell abgibt? Also damals hieß es noch nicht mal soziales Netzwerk, also das war so die ersten Lessons. Also eigentlich wollte ich immer die Kontakte meiner Kontakte kennenlernen und das wollte ich irgendwie in Outlook visualisieren. Das war so die erste Idee und das funktioniert meistens nur, wenn alle anderen auch mitmachen. Und 2003 war so die Zeit von den Peer-to-Peer-Netzwerken, insofern war das klar, dass es hier so ein Peer-to-Peer-Netzwerk ist, so haben wir das Ganze am Anfang genannt und irgendwann kamen dann Leute drauf zu sagen, das sind irgendwie soziale Netzwerke, weil das alles Personen sind und nicht Firmen. Das war so wie Kazaa, wie diese Musik? Ja, genau. Kazaa war sicherlich das interessanteste Modell, weil es wirklich dezentral war. Ja, und dann habe ich ein Buch gelesen, das war The Tipping Point von Malcolm Gladwell, wie aus kleinen Dingen irgendwie Großes entstehen. Also jeder von Ihnen, der das Buch noch nicht gelesen hat, kann ich nur wärmstens empfehlen, das einfach mal zu lesen. Und da habe ich einfach festgestellt, ich bin einer von diesen Leuten, von den, wie Gladwell sagt, von den Influencern of Society, die wahnsinnig viele Leute kennen. Und das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Ich stelle gerne Leute vor, die ich kenne und meistens sagt mir irgendjemand, hey, ich mache das und das und da fällt mir meistens irgendjemand anders ein, der vielleicht genau das sucht oder braucht, das der andere bietet. Und insofern habe ich eigentlich immer schon gerne Leute miteinander zusammengebracht. Und dann lag es irgendwie nahe, das irgendwie im Internet zu machen. Und der erste Gedanke war gleich, daraus macht man ein Geschäftsmodell, eine Firma, oder war es mehr so erstmal privat zu gucken, wie vernetze ich mich besser mit meinen Bekannten? Naja, das ist ja nicht meine erste Firma, insofern gründet man das schon mit einer geschäftlichen Idee, aber letztendlich, es geht nicht darum, sofort irgendwie damit reich zu werden. Also das ist meistens nicht die Idee bei den Kunden, die ich zumindest kenne. Meistens geht es schon, heißt es Gewinn. Orientierung oder Gewinnmaximierung ist das Ausschlaggebende. Ja, das mag sicherlich sein, aber wenn man gründet, darf man das nicht wegen des Geldes machen. Also Geld ist immer ein Nebenprodukt, was automatisch kommt, wenn man Dinge macht, die man wirklich gerne macht. Und Networking war halt für mich immer ein wichtiges Thema und ein Thema, was mich wirklich begeistert hat. Und nur wenn man wirklich Passion für etwas hat, und, dann kann daraus wirklich was entstehen. Und dann habe ich einfach gegründet. Also es war, ich hatte die Idee, bin zum Notar gegangen und sagte, ich hätte jetzt gern eine GmbH. Und so ging das eigentlich los. Hast du mir, da fehlt ja das Geld. Wo kam denn das Geld her? Naja, also ich hatte Geld und habe insgesamt 30.000 Euro in Xing investiert und daraus ist es heutzutage mehr geworden. Ja. Aber als ich damals das gegründet habe, hätte ich mir das wirklich nicht träumen lassen, dass das so schnell ging. Und 2003 war auch gleichzeitig so, naja, das war eigentlich nichts anderes als der nukleare Winter des Internets. Also Internet war das Uncoolste, was man irgendwie nur machen konnte. Die Hälfte meiner Kontakte hat mir gesagt, 2003 jetzt nochmal Internet. Du bist doch völlig beknackt, das kann doch nicht funktionieren. Und naja, die andere Hälfte hat gesagt, ja, klingt ganz gut, da mache ich irgendwie mit. Und von dem Moment hat sich das irgendwie entwickelt und letztendlich sind wir groß geworden durch virales Marketing. Also ich bin Generation 0, wenn ich jemanden einlade, das ist die erste Generation. Und wenn der wieder jemanden einlädt, die zweite. Mittlerweile sind wir, glaube ich, in der 36. oder 37. Generation von Nutzern schon angekommen. Das heißt, dank Ihnen allen, die auch eingeladen haben. Sie haben das Netzwerk letztendlich groß gemacht. Und 2003, da gab es noch nicht wirklich Google AdSense oder irgendwelche Werbemillionen, die es heute irgendwie zu geben wieder scheint. Insofern dachte ich, okay, Werbung hat damals nicht funktioniert, versuche ich mal was anderes. Und insofern haben wir am ersten Tag, als wir 472 Mitglieder hatten, dann gesagt, okay, wenn du weitere Services haben möchtest, das kostet 5,95 € im Monat. Und dadurch war die Firma nach 90 Tagen Cashflow positiv und von dem Moment hat sich das dann irgendwie alles weiterentwickelt. Ich würde gerne nochmal nachfragen.
Es gab ja ein paar solche Netzwerke. Sie sagen ja auch, Peer-to-Peer-Network, Sie waren nicht der Einzige. Was hat Sie unterschieden von den anderen? Warum haben Sie diesen enormen Aufstieg genommen und die anderen sind irgendwie eingeschlafen oder gibt es heute nicht mehr? Nein, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also Peer-to-Peer-Netzwerke für Software-Distribution ist, oder Mediendistribution ist was anderes als diese quasi sozialen Netzwerke, die wir jetzt haben. Und 2003 gab es in der Tat welche, die wir dann auch gefunden haben, als wir mit Xing angefangen haben. Aber es ist letztendlich kein Copycat. Und das finde ich immer derzeit so schade, dass es in Deutschland so eine Natur gibt, irgendwelche Modelle aus Amerika ansehen, klauen und dann schnell verkaufen. Das ist nicht so mein Stil. Insofern, es gab damals ein Netzwerk Friendster, was heute irgendwie, wo ganz Philippinen irgendwie drauf sind. Und warum ist Xing so schnell gewachsen oder so groß geworden? Weil es vielleicht zum richtigen Zeitpunkt war, hatte die notwendigsten Features, um das irgendwie interessant und spannend zu machen. Leute haben da Wert draus geschöpft und es weiterempfohlen. Und insofern gab es tatsächlich viele glückliche Umstände, wie das meistens so bei Gründern ist. Es gibt ja dieses Metcalfe's Law, dass der Nutzen eines Netzwerks exponentiell wächst mit der Zahl der Teilnehmer. Kannten Sie das? Oder? Ja, das kannte ich. Also die Theorie war da, dass Sie wussten, es gibt nicht nur diese Theorie, es gibt mittlerweile, glaube ich, so knapp 6 Theorien, auf denen soziales Netzwerken beruht. Also die ursprünglichste Theorie ist natürlich, jeder kennt jeden über 6 Ecken. Und das ist das, was wir quasi als erstes sichtbar machen wollten. Und insofern sehen Sie immer diesen Pfad da oben, den wir berechnen, 65 Millionen Verbindungen in unter einer Sekunde. Das war quasi eine die erste Theorie. Die zweite Theorie kommt eigentlich von Mark Groundwetter, Anfang der 70er Jahre. Und der sagt, dass nicht die Leute, die sie persönlich kennen, den großen Wert darstellen, sondern die Leute, die sie um eine Ecke kennen. Und insofern wollten wir immer die Kontakte des zweiten Grades darstellen. Und dann gibt es natürlich die Theorie von Tipping Point, und dass es diese drei Menschen gibt. Also es gibt denjenigen, der viele Leute kennt, so ein Connector, das bin ich. Dann gibt es die Marktkenner, heißt es im Deutschen, im Englischen heißt es Mavens. Das sind Leute, die alles zu einem Thema irgendwie exzellent wissen, zum Beispiel zum Thema Auto. Und das sind die Leute, die man fragen sollte, wenn man sich ein neues Auto kauft. Sollte man jetzt diesen BMW oder den Mercedes kaufen, weil derjenige höchstwahrscheinlich alle Automotorsport der letzten 10 Jahre irgendwie durchgelesen hat und genau weiß, was es letztendlich ist. Diese Leute sind aber meistens Spezialisten auf einem Gebiet und wollen gerne erzählen. Das sind meistens nicht Leute, die viele Leute kennen. Und dann braucht man den Connector, und der kennt höchstwahrscheinlich um eine Ecke irgendwie den lokalen Mercedes-Händler, und der hat noch eine Rechnung offen und da gibt es dann mehr als 10% Rabatt, und dann gibt es noch den Verkäufer, der das Ganze abrundet. Also das sind so ein paar Theorien, und dann natürlich das Metcalfe Law. Mittlerweile gibt es noch irgendwie zig weitere Gesetze, die nicht so relevant sind. Es würde mich interessieren, haben Sie angefangen, solche Bücher zu lesen, oder haben Sie praktisch das gemacht, was Ihnen Spaß gemacht hat, und hinterher hat Ihnen jemand gesagt, da gibt es einen, der schreibt darüber? Ja, das ist ja meistens so, dass man das... Sie haben selber angefangen. Ja, ich bin nicht der Typ, der 1000 Bücher wälzt, sondern ich gehe einfach mit offenen Augen durch die Welt und stelle mir vor, wie kann man bestimmte Sachen anders machen, und dann fragt man natürlich noch schlaue Leute, und die sagen, ja, da gibt es ganz tolle Gesetze. Also heute kennen Sie die Theorien, aber das war nicht der Ursprung. Nein. Also lustigerweise habe ich 2002 an diesem Internetprojekt mitgemacht, wo es darum ging, diese Theorie, jeder kennt jeden über 6 Ecken, im Internet nochmal zu bestätigen. Und da ging es um irgendeinen Postboten in Sibirien oder so. Und ich kannte mehrere Leute in Moskau, und insofern habe ich das dann die Vorgeworte, aber ich weiß nicht, ob daraus irgendwas geworden ist, aber das wurde dann nochmal bestätigt. Ich frage auch deswegen nach, so in der Theorie zu Entrepreneurship in den Lehrbüchern steht, es geht immer um Opportunity Recognition. Man sieht eine Chance, man sieht eine Opportunity und man muss schnell zugreifen. Haben Sie diese Opportunity gesucht oder gesehen? Nee, ich glaube, die kommt zu einem. Das steht sicherlich nicht in keinem Buch, aber ich bin der Meinung, dass wenn man einfach Lust hat, was Neues zu machen, und wenn man auch offen ist für komplett neue Sachen, dass die Möglichkeiten zu einem kommen. Aber es gibt eine ganze Uhr, also Sie waren ja nur einen Tag an der Universität.
ja, habe ich gehört. Einen Tag, das so reichte. Also an der Universität würden Sie ja, wird es ja heißen, nee, strategisches Management. Ziele setzen, Unterziele setzen, Wege hin, Mittel verplanen, Projektmanagement, das ist ja alles sehr genau strukturiert und gedacht. Und Sie sagen völlig anders, die Ziele kommen zu mir. Die Ziele sollte man sich selber mal setzen, aber die Möglichkeiten, dass man etwas sieht, das kommt zu einem, wenn man offen ist. Das war auch so, vielleicht so eine kleine Anekdote nebenbei, als meine Frau sagte, dass sie schwanger ist, sagte ich, gut, dann brauchen wir eine neue Wohnung und die Wohnung kommt zu uns. Also ich habe keine Lust gehabt, irgendwelche Wohnungstourismus hier in Hamburg mitzumachen und sie da, die Wohnung kam. Das Kind kam und die Wohnung kam. Es kam alles gleichzeitig fast, ja. Also Sie sagen nicht eine Opportunity gesucht und zugepackt, sondern die kam und es war ein Stück weit Ihre Leidenschaft mit diesem Networking. Also ich habe vor ein paar Jahren eine sehr nette Diskussion geführt mit einem engen Freund von mir, der bei McKinsey Berater ist und sich dann auch selbstständig gemacht hat mit der Firma und der wollte was Neues machen. Und der fing an zu erzählen, welche Strategien er gerade durchliest und wo es vielleicht interessante Märkte gibt und wie viele Ideen und Business-Konzepte er sich schon durchgelesen hat und die für schlecht befunden hat. Und er ging da extrem methodisch ran. Und als ich ihn dann mit meinem Ansatz, das kommt zu einem, konfrontierte, da hatten wir ein sehr langes, interessantes Streitgespräch. Mittlerweile glaubt er, glaube ich, auch, dass Opportunitäten zu einem kommen. Mhm. Und was haben Sie gemacht aus dieser Opportunity? Also was waren die nächsten Schritte? Also das Erste, was einfach auf der Hand lag, war, dass ich ein bisschen mehr Geld brauchte. Ja. Insofern habe ich, das vielleicht noch einen Tick später, aber es war klar, wenn es irgendwie eine Internet-Idee ist, dann braucht man jemanden, der das irgendwie programmiert, weil das kann ich nicht. Ich bin so eine technische Hausfrau. Ich weiß so ein bisschen, wie was funktioniert, aber kann's nicht wirklich richtig. Also Sie kein Experte gewesen für diese Art von Programmierung? Nee, aber ausreichend Fachidiot, dass ich weiß, auf welche Theorien und Strategien man vielleicht zugreift oder auf welche Programmiersprachen. Insofern habe ich mir vier Leute gesucht, vier Freunde, die ich damals kannte, die ein kleines Unternehmen hatten. Und denen habe ich einfach gesagt, könnt ihr das irgendwie programmieren? Ich stelle mir das so und so vor, es soll ganz einfach sein und das hätte ich ganz gerne übrigens in 2 Monaten. Und wenn man so ein Rapid Prototyping macht, wie das dann so schön neudeutsch heißt, dann stellt man meistens auch sofort fest, wo die Fehler sind und was man vielleicht anders machen sollte. Aber wenn man erst wahnsinnig lange Konzepte schreibt, wie das alles sein sollte, dann stellt man doch meistens fest, dass der Nutzer das meistens ganz anders irgendwie haben möchte. Und insofern sind wir einfach mit einer Basisversion gestartet. Ich habe denen gesagt, ich habe nicht viel Geld, aber ihr dürft euch daran beteiligen an der Firma. Insofern zahle ich nur die Hälfte des eigentlichen Preises und ich garantiere euch, für ein halbes Jahr entwickeln wir die Firma so weiter, dass ich mindestens jeden Monat 2.500 Euro irgendwie ausgebe. Dieses Versprechen habe ich leider nicht gehalten, es waren immer mehr. Mittlerweile ist aus dieser Firma, die damals eine 4-Mann-GbR war, eine Firma und ein GmbH mit irgendwie 18 Angestellten geworden oder 19, von denen fast alle irgendwie für uns arbeiten. Und es ist ein sehr interessantes Outsourcing-Projekt. Eigentlich outgesourced. Wir haben jetzt ein paar eigene Entwickler auch, oder viele eigene Entwickler, muss ich hier genau sein. Aber letztendlich kam irgendwie alles kam zu einem. Und weil ich quasi in der New Economy auch andere Erfahrungen gemacht habe, was man mit zu viel Geld macht, habe ich gesagt, ich will alles outsourcen, was man irgendwie outsourcen kann. Das Ganze war eine komplett virtuelle Firma. Ich habe der Holger Jonsen, der war ja auch letztens hier, der war meine erste Sekretärin. Das ist interessant. Ja, ich hatte ein E-Büro, habe ich gefunden und dachte mir, super, cool, da meldet sich irgendjemand mit meinem Namen. Das war der Holger selber. Nein, der natürlich nicht. Aber doch, am Anfang war es. Ich habe noch erlebt, also ich hatte noch eine Dame an seinem Handy da führte. Und insofern hatte ich quasi jemanden, dem ich meine Nummer geben konnte. Und ich war leider dummerweise nie zur Hand, aber es sah schon mal gut aus.
Und dann habe ich Buchhaltung outgesourced, ich habe Support outgesourced zu zwei Berlinern, die ich bis heute nicht kennengelernt habe. Finanzplanung habe ich outgesourced, Programmierung sowieso outgesourced. Das heißt, ich war eigentlich nur derjenige, der irgendwie alle Fäden irgendwie zusammengehalten hat. Und ja, immer wenn es sich gerechnet hat, wenn wir ausreichend Geld verdient haben, haben wir das wieder reingeholt in die Firma und dann von dem Moment an noch besser professionalisiert. Also das ist was, was ich so Komponentenmodell nennen würde. Sie haben vieles sich zusammengeholt und Sie waren aber der Koordinator. Ist das nicht aufreibend mit Leuten, die nicht in der eigenen Firma sitzen? Es hat ja Spaß gemacht insofern. War es ja angenehm. Und das hat immer geklappt. Das klappt ja nicht immer, wenn man alles outsourced, dass das dann wirklich zusammenpasst. Das gab keine Probleme? Das ist richtig, aber da muss man einfach sprechen. Also hat Ihnen Spaß gemacht, diese Art von... Ja, das auf jeden Fall. Und irgendwann habe ich den Programmierern gesagt, es macht vielleicht mehr Sinn, wenn ihr das Büro neben uns bezieht. Und wir sind auf irgendwie 129 Quadratmeter angefangen. Die haben sich gleich die große Fläche genommen mit über 200 Quadratmetern. Dann sind wir ein paar Mal im Haus umgezogen. Mittlerweile gehören uns irgendwie 1000 Quadratmeter und denen 500. Also es hat sich ganz gut entwickelt. Wir sind mitgewachsen. Wir sind alle Shares an der Firma. Ja, wir sind natürlich viel gewachsen. Es war sicherlich ein ganz gutes Investment für die. Haben die auch Shares von Ihnen? Ja, ne? Ja, so meinte ich das. Also die haben Shares an mir gehabt. Doch, ich hatte keine Ideen. Ja. Aber was man letztendlich versucht, ist so natürliche Abhängigkeiten zu schaffen, wenn man outsourced. Wenn man outsourced nach Indien, das klappt meistens überhaupt nicht, weil überhaupt keine Abhängigkeit da ist. Und insofern haben wir einfach immer ein gutes Vertrauensverhältnis gehabt und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und da heißt es ja immer, wenn man wächst, gibt es dann die ersten Krisen und dann ist es nicht mehr so leicht zu organisieren. Ja, klar. Sind immer noch die gleichen Partner von früher? Wir sind immer noch die gleichen. Wir haben insgesamt nur, wir sind jetzt 111 Leute, irgendwie 4 Leute verloren, weil die aktiv gekündigt haben. Also in der ganzen Zeit? In der gesamten Zeit. Also wenn die Firma jemanden kündigt, das ist für mich keine Kündigung. Das ist jemandem die Möglichkeit geben, außerhalb des Unternehmens erfolgreicher zu werden. Insofern nehme ich nur das andere. Etwas euphorische Definition von Kündigung. Also Sie sagen, die selber kündigen, das sind eigentlich die... Das sind die Leute, wo man auch meistens hinterher trauert. Oder nicht immer, aber meistens bei den vielen auf jeden Fall. Und natürlich haben wir auch ganz viele Knackpunkte gehabt. Und ich glaube, das erste Mal merkt man das, wenn man so 7, 8, 9 Leute irgendwie ist. Dann entsteht eine Situation, wo nicht mehr jeder alles mitkriegt. Ja. Insofern ist Kommunikation meistens auch das beste Heilmittel in einer Firma. Und das haben wir gemerkt, dass das wirklich Strapazen gab. Einfach. Und nicht irgendwie aus böswillig, weil man hat keine Lust, dieselbe Geschichte mit sich mal zu wiederholen. Ich glaube, das kennen einige von Ihnen. Und dann haben wir etwas erfunden, was wir bis heute durchziehen. Und das ist, jeden Freitag haben wir uns dann eine Stunde Zeit genommen und jeder in der Firma hat gesagt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen dieser Woche. Und als wir dann so 30 Leute waren, konnten wir diesen Rhythmus nicht mehr durchhalten, dass jeder was gesagt hat. Insofern haben wir das in Abteilungen aufgeteilt und dann hat jeder immer abwechselnd für jede Abteilung gesprochen. Und heutzutage machen wir das immer noch, jeden Freitag, 10 bis 11. Und wir schalten per Videokonferenz unsere ausländischen Töchter auch mit dazu und die machen das dann auch. Und insofern ist das sicherlich etwas, was zum Thema Unternehmenskommunikation dazu geführt hat, dass ganz viele Informationen transparent innerhalb des Unternehmens waren. Und insofern gibt es nicht dieses, hätte ich das gewusst, hätte es mir das gesagt, Situation oder... Zwei Teams arbeiten an komplett denselben Fragestellungen und zwischendurch haben wir natürlich die Organisationsstruktur auch ein paar Mal irgendwie optimiert und verbessert und mittlerweile läuft das ganz, ganz gut. Ja, ein klassisches Problem ist ja, dass die Gründer frustriert werden, wenn es immer größer wird, weil dann diese Anfangskommunikation nicht mehr so klappt. Sie haben es mit dieser Methode hingekriegt, dass Sie bis heute da kein Problem haben, auch bei... Also wir machen regelmäßig Mitarbeiterumfragen und ja. Wenn es zum Thema interne Kommunikation geht, schneiden wir ganz Sie gut ab. Noten.
Ich würde ja gerne ein bisschen so Ihren individuellen Hintergrund erfahren, der zu so etwas möglicherweise beiträgt oder auch nicht. Das würde ich gerne herausfinden. Also eines haben wir schon verraten. Sie waren einen Tag an der Uni, dann hätte es Ihnen gereicht. Ja, ich habe... Der 100 Wasser war immerhin einen Monat an der Wiener Akademie, aber dann nie mehr. Ich habe ein sehr interessantes Gespräch mit dem Dekan von Witten-Herdecke geführt. Der mich fragte, also Sie haben den Platz, warum wollen Sie studieren? Und das war sicherlich eine Frage, auf die ich mich überhaupt nicht vorbereitet hatte. Und dann sagte ich natürlich so, ich muss die ganzen mikro- und makroökonomischen Zusammenhänge kennen und was man dann so alles sich so in der Sekunde dann überlegt, wenn man die Frage zum ersten Mal hört. Und dann sagte ich, ja, ich will ja auch später mein eigenes Unternehmen gründen, ich muss ja die Finanzen verstehen und lesen können. Und dann sagte er mir was, was ich auch jedem gerne einfach erzähle, weil das wirklich die Wahrheit ist. Er sagte, ja, aber so ein Finanzer, den kann man sich kaufen. Der kostet so zwischen 50 und 100.000 Mark damals noch. Das können Sie auch als Investition quasi verbuchen. Solange Sie mehr Geld verdienen, als der Monat kostet, funktioniert das ja. Und das hat eigentlich so einen gordischen Knoten bei mir im Kopf selber gelöst, dass man halt nicht wirklich alles können muss. Und auf das ganze Thema Finanzen, Buchhaltung, das ist so nicht meine Passion. Das ist alles so geordnet und muss perfekt organisiert sein. Und das bin ich nicht. Das bin ich nicht vom Naturell. Insofern sucht man sich dann dafür Leute, die das irgendwie lieben, diese Ordnung und diese Genauigkeit. Das ist was anderes, als sich Dinge ausdenken. Ja, so das amerikanischen Entrepreneurship ist was anderes als Business Administration. Ja, und Administration liegt mir nicht. Ja. Mal ein bisschen zurück. Sie kommen aus einer Kaufmannsfamilie, aus einer Hamburger Kaufmannsfamilie. Da hat man ja was Bestimmtes vor Augen. Hat Sie das geprägt? War klar, Sie wollen selber auch später Ihr eigenes Unternehmen? Also, das lag nahe. Aber wollten Sie auch. Manchmal wollen wir das Gegenteil von dem, was die Eltern machen. Ja, wie gesagt, da hat man auch überhaupt kein Problem mit. Und ich kenne auch viele andere quasi Unternehmerkinder, die sagten, dass sie das auf keinen Fall wollten, was ja. die Eltern Aber machen. Sie wollten es, das lag Ihnen. Ich hatte immer die Passion dafür, irgendwas Eigenes zu machen. Und meistens ist es ja so der erste Aufstand gegen die Eltern. Ich mache das, was ich will und nicht das, was ihr wollt. Und das war eine lange Verkettung von Dingen, die dann dazu geführt hat. Aber die elterliche Firma übernehmen wollten Sie nicht? Nee, das war nie eine Option für mich. Und aber die Lust an Ökonomie, ja, und dann war klar, Ökonomiestudium. Nee, ich glaube, quasi das Ziel vor Augen haben, Unternehmer zu werden und zu überlegen, was brauche ich noch dazu? Und die logische Kette war damit, ich brauche das Studium. Und dieser Professor oder Dekan hat Ihnen das? Mich ausgeredet, er sagte, ich habe den Platz, würde sich sehr freuen, wenn ich da studiere, aber ich habe gesagt, stimmt eigentlich. Freue ich nicht. Da bin ich noch nicht drauf gekommen, es war 98. 98 war so das erste große richtige Gründungsjahr auch hier in Deutschland. Und da ich im Internet schon ein bisschen länger bin, ich habe damals, ich weiß nicht, wer kennt alles noch, einen Akustikkoppler. Also damit bin ich angefangen. Das war 89, habe ich meine erste E-Mail bekommen. Und wenn man dann in sehr jungen Jahren sehr viel weiß über das Thema, dann fällt es dann doch deutlich einfacher. 89, da waren Sie so ungefähr 10. Da war ich nicht ganz so alt, ja. Also sehr früh, den Begriff kann also ich kenne noch das World Wide Web, als es ein Unterverzeichnis an der Stanford University war. Ja. Und da konnte man auch noch sagen, man kennt jeden Link im Internet. Ja. Oder im Web hieß es damals, weil das Internet war ja eigentlich was anderes. Aber da kommen wir zu dem Thema 1998, eigene Firma. Und das ist aber fehlgeschlagen. Nee, das gibt es heute noch. Das ist Politik Digital oder Wahlkampf 98 damals. Daraus ist dann Politik Digital entstanden. Einer der Journalisten hier hat geschrieben, es sei fehlgeschlagen. Deswegen. Tja, das kam später. Und dann 2000, als wir so den ersten Generationswechsel in der Firma hatten und es offensichtlich war, dass man damit nicht Multimillionär wird mit Politik im Internet. Und wahnsinnige, verrückte, in unseren Augen idiotische Ideen, die finanziert wurden für viel zu viel Geld, dachten wir, das können wir auch. Und dann habe ich eine Firma gegründet, zusammen mit einem Partner, wo es um
PR und Softwareentwicklung und Projektentwicklung ging für interessante Themen. Und unsere Kunden war die gesamte Startup-Community. Ja, und irgendwann gab es die Kunden irgendwann nicht mehr. Und wir hatten einen Riesenfehler gemacht. Wir haben Geld von einer staatlichen Institution aufgenommen. Ich weiß nicht, ob irgendwelche staatlichen Vertreter heute da sind. Ja, aber ja. Sagen Sie nichts zu Böses. Nee, also ich würde es auch sagen, wenn Sie nicht da sind. Aber wir haben Geld von der TBG aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es diese Institution eigentlich heute noch gibt. Technologiebeteiligungsgesellschaft. Naja, also. Okay, alles KfW. Und wir haben dann, damals gab es eine Zeit, wo man quasi das Geld verdoppeln konnte, was ein Risikokapitalgeber geben. Und das haben wir gemacht und irgendwann war es klar, dass dieses Modell überhaupt nicht mehr funktioniert und unsere ganzen Kunden weg waren und dass wir es nicht schaffen, die Firma so umzustrukturieren, dass wir das irgendwie alles noch schaffen. Insofern habe ich die KfW angerufen oder die TBG und gesagt, also wir haben jetzt noch über 1 Million Euro auf dem Konto. Wir sehen, dass das irgendwie nicht so ist und wenn ich mir anschaue, wer quasi meine ganzen Gläubiger sind, gibt es eigentlich nur Sie, weil alle anderen kann ich bedienen. Also schlage ich Ihnen einen Deal vor. Sie verzichten auf einen Teil von dem, was Sie uns geliehen haben. Und dann liquidieren wir einfach die Firma und Sie kriegen etwas, alle anderen Gläubiger kriegen etwas und wir sind alle glücklich. Und dann sagte mir die TBG, und ich würde mal vermuten, dass es die KfW heute auch so macht, das steht aber nicht in unseren Statuten. Es gibt entweder quasi die Rückzahlung oder die Insolvenz. Ja. Und dann sagte ich, das ist ja eine sehr interessante Idee, die Sie da haben, aber dann können Sie gar nichts. Also das ist kapitalersetzendes Darlehen und sollte es zur Insolvenz kommen, ist es gleich null. Ja, das sei aber nur so. Und das war sicherlich einer der frustrierendsten Momenten in meinem Leben. Und dann hat man auch keine Lust mehr. Also wenn man mit solchen Holzköpfen da irgendwie zu tun hat, dann machen wir was anderes. Insofern kann ich jedem nur empfehlen, nicht auf staatliche Programme zurückzugreifen. Geld gibt es ausreichend. Ja, interessant. Also das ging schief, muss man ja so sagen. Ja, wir haben jeden Fehler gemacht, den man mir machen konnte. Es war mein MBA in Echtzeit, also war eine sehr teure Ausbildung. Das ging schief. Das ging schief. Ich frage deswegen, weil dann ist ja ein Neuanfang nicht so ganz einfach. Also man ist einmal mit dem Internet-Ding hochgelandet und jetzt haben Sie ja 2 Jahre später doch dann im zweiten Anlauf ein hocherfolgreiches Ding geschafft. Das würde ich gerne noch genauer verstehen. Wie kommt man aus dem Loch wieder raus? Das ist ja also ein Loch war es eher auf der persönlichen Seite. Ja. Ich habe glücklicherweise in noch ein paar andere Firmen investiert und dieses Geld hat sich deutlich besser entwickelt als das, was ich mit meinem eigenen Geld in eine eigene Firma gemacht habe. Insofern habe ich das erstmal gemacht und den Firmen, die ich da investiert hatte, einfach mit meinem Netzwerk geholfen und Aufträge rangeholt. Naja, und dann habe ich gesagt, das macht mir jetzt irgendwie alles keinen Spaß mehr. Bin ich nach Kuba gefahren und nach Mexiko und habe einfach so 3 Monate Auszeit mir genommen und beschlossen, dass ich nur noch Dinge mache, die ich wirklich mit Leidenschaft tue. Ja, und dann ging es. Kamen Sie zurück? Ja, ich kam natürlich zurück. Und dann bin ich mit extrem viel Lebensenergie, habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen. Und wenn man dann quasi in diesem offenen Zustand ist, dann passieren auch interessante Dinge. Mhm. Und bei diesem Gedanken machen, wie war der Schritt vom Anfang Gedanken zu machen bis zu dem, was dann später OpenPC wurde? Das war, glaube ich, ich glaube 3 oder 4 Monate. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Wie wird aus so einer vagen Idee, ich möchte was machen, was mir Spaß macht? Achso, nee, das war einfach nur die Zeit, die ich zwischen Kuba und der Gründung hatte. Ja. Ich hatte die Idee und habe dann einfach ein paar Leute angerufen, was sie davon halten. Dann haben mir einige Leute gesagt, das ist absoluter Schwachsinn, das funktioniert nicht. Mhm. Wenn man dann so beratungsresistenter Entrepreneur ist, dann geht man einfach zum Notar und sagt, ich hätte gerne GmbH und gründet einfach.
Aber und dann habe ich die ersten Anteile verkauft. Ja. Und aber ein bisschen Sicherheit an Ihrer eigenen Idee müssen Sie doch gewonnen haben. Man geht doch nicht zum Notar, wenn man nur so eine vage Idee hat. Also zwischen Idee haben und GmbH anmelden lag genau eine Woche. Oh. Insofern war ich sehr überzeugt, dass das the next big thing ist. Ja. Haben Sie nicht Freunde oder Bekannte gehabt, die gesagt haben, Mensch, du hast du schon einmal da, sei mal ein bisschen vorsichtig, tu mal ein bisschen langsam. Ja und? Haben die? Ja, natürlich gab es die. Ja. Und aber ist mein Leben oder deren Leben? Also insofern bin ich immer jemand, der lieber irgendwie eigene Sachen macht. Also die Vorstellung für andere Leute zu arbeiten, damit habe ich mich irgendwie nie angefreundet. Und dieses eher negative Rückmeldungsfeld, das Sie hatten, das haben Sie einfach beiseite geschoben. Das hat Sie nicht so stark beeinflusst. Das hat Sie nicht unsicher gemacht. Naja. Bisschen schon. Ich habe es ja gemacht, insofern. Ja. Gab es ausreichend Begründungen wohl dafür. So. Und dann waren Sie beim Notar, hatten die Firma gegründet mit Ihrem eigenen Geld und dann? Ja, und dann habe ich mir natürlich die Leute gesucht, die für dieses Projekt irgendwie notwendig sind. Also Leute, die auch möglichst viele andere Leute kennen, die Programmierer. Und dann habe ich denen gesagt, das ist eine super Idee. Ja, ihr könnt mit einsteigen, habe die ersten Anteile quasi verkauft. Und mit dem quasi Gesamtgeld habe ich dann quasi immer weiter investiert. Und ja, daraus ist dann Xing geworden. Ja, gucken wir mal an, wie das ist mit dem Zusammenarbeiten. Ich habe in den Unterlagen gelesen, da gab es jemanden, ein Australier mit chinesischem Hintergrund, der war Ihr Berater, Begleiter. Was? Das war mein erster Business Angel. Ja. Und Bill habe ich durch Networking kennengelernt. Die Situation war immer so, dass ich hatte eine Einladung zu Formel 1 nach Monaco. Und dann dachte ich, cool, also wenn man schon da eingeladen ist, dann sollte man da auch vernünftig hinfahren. Und habe mir dann überlegt, warum nicht dann, wenn man schon eingeladen ist, dann auch mit dem Helikopter rüber zu fliegen, also von Nizza nach Monaco, was eigentlich nur 10 Minuten sind. Mit dem Auto dauert es in der Zeit über eine Stunde. Und dann habe ich mich so sündhaft, also so richtig geärgert über diesen teuren Preis, den ich dann dafür gezahlt habe und dachte mir, also irgendwas muss ich jetzt rauskriegen. Und dann habe ich einfach genetworked, quasi in der Schlange und Bill war einfach derjenige, der in der Schlange vor mir stand. Und daraus hat sich dann sehr interessante Gespräche ergeben und das haben wir dann weitergeführt und er hat schon ein paar Firmen gegründet und ist dann noch in die Schweiz gezogen. Warum, weiß ich bis heute nicht. Und ja, dann habe ich ihn gefragt, ob er da nicht investieren will. Das ist eine super gute Idee und das hat er gemacht. Und ich habe ihm dann quasi ihm eine sehr interessante Bewertung angeboten, aber unter der Prämisse, dass er die nächsten Jahre mitarbeitet und wieder operativ tätig wird. Und was er dann getan hat. Das ist ein zweistelliger Millionenbetrag in Euro. Für was das so ergeben hat, habe ich alles aus den Sachen, die über Sie geschrieben werden. Tja. Haben Sie nicht so genau gerechnet? Nee, letztendlich geht es nicht darum. Ja. Es geht nicht darum, wie viel Geld irgendjemand mit irgendwas gemacht hat. Für mich war es wichtig, dass ich jemanden hatte, der bestimmte Sachen einfach gemacht hat. Und da gibt man gerne ab. Und man sollte weniger von viel ist meistens deutlich mehr als viel von gar nichts. Für Sie ist das offenbar so selbstverständlich, wie man networkt. Also der stand in der Schlange vor Ihnen. Wie, was? Ich kann mich da gar nicht eindenken. Da sagen Sie, Kumpel, wer bist du denn? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also es war ja klar, dass wir beide irgendwie zum Grand Prix fahren. Ja. Insofern hat man ja schon mal ein gemeinsames Thema. Und bei Xing haben wir viele Sachen eigentlich eingebaut, die darauf berühren, quasi diesen ersten Kontakt irgendwie leichter zu machen. Also man sieht das Profil und da stehen bestimmte Sachen drin und darauf kann man sich beziehen. Man sieht sofort, wer sind die Leute, die man gemeinsam kennt. Das ist so ein Icebreaker. Wer sind vielleicht in welchen Gruppen ist irgendwie aktiv, sodass man einfach mehr weiß über den ersten Kontakt als vorher. Wenn Sie, bevor es soziale Netzwerke gab, haben Sie eine E-Mail gekriegt von jemandem und de facto wussten Sie nichts über diese Person. Wenn Sie auf
auf Xing eine Nachricht kriegen, können Sie mit einem Klick sofort ganz viel über diese Person erfahren. Und das sind alles Daten, die eigentlich vorher nicht digital waren. Sie sagen, das Networking wird sehr viel leichter durch Ihr Netzwerk, weil man schon was über die andere Person weiß und es viel leichter ist, mit dem ins Gespräch zu kommen, Kontakt aufzunehmen. Ja, wir lösen sämtliche Barrieren von Offline-Clubs auf. Ja. Also nehmen wir einfach diesen Abend als Beispiel. Hier passen einfach nur eine gewisse Anzahl von Menschen in diesen Raum. Und man muss sich auch zu einer gewissen Zeit treffen, sonst sind Sie morgens hier und ich abends und haben es nicht getroffen. Gleichzeitig gibt es auch in physikalischen Business-Clubs gewisse Begrenzungen, was Teamdichte angeht. Und diese ganzen Barrieren hebt man halt durchs Internet einfach auf. Es ist 24 Stunden da, es ist asynchrone Kommunikation, also nicht synchrone Kommunikation. Und man hat auch nicht diese räumliche Problematik. Also wir haben mittlerweile ein paar Serverschränke mehr. Aber es sind heute noch Computer, ob da jetzt 5 Millionen Leute drauf sind oder 10 oder 1 Million, ist eigentlich irrelevant. Jetzt habe ich verstanden, wie das technisch, also wie Sie erleichtern den Kontakt. Was macht einen guten Networker? Was ist Ihr Talent, was Sie uns weitergeben können? Ja, das ist eine gute Frage. Aus dem Networking bezogen oder aus Gründen bezogen. Also meine Maxime ist einfach machen. Also es gibt so viele Chancen da draußen und man ist dumm, wenn man die nicht alle nutzt. Also auf den anderen zu gehen mit den Erleichterungen, die man... Also ja. Es gibt ja keine Probleme. Also zur Not hört man jemand, das interessiert mich nicht, aber mir auch nicht. Warum soll ich nicht einfach jemanden ansprechen? Na, ich habe nur so Trauma aus dem Tanzkurs, dass man nicht überlegen muss, wie, und dann wird man abgewiesen oder sowas. Das ist natürlich ja, leichter, diese, wenn ich weiß. Ja, diese Geschichte können Sie auch ein ganzes Leben lang erzählen und dann wird es immer so ablaufen. Ja, ja. Wenn man immer diese sich denkt, was alles Schlechtes passieren könnte, das wird auch alles 100% so eintreten, weil man sich das so quasi indirekt wünscht, dass man die eigene Bestätigung daraus wieder erfährt. Im Sinne von, ich werde ja immer zurückgewiesen. Und diesen Schritt sollte man vielleicht einfach mal durchbrechen. Also man sollte in der Gegenwart leben und nicht ja. In der Vergangenheit. Und da ist so ein Netzwerk eine Hilfe, weil ich so ein bisschen mehr eine Ahnung habe, was den anderen interessieren könnte. Ja, einerseits das, andererseits haben wir auch diese Funktion, wer war auf meiner Seite. Und insofern kann man auch sehr einfach mal gucken, wer hat sich denn für mich interessiert. Und es ist auf jeden Fall einer der ganz klaren Treiber gewesen. Und da entwickeln wir gerade noch ein paar weitere dieser Treiber. Die Geschichte mit Ihrem Partner, den Sie da in Monaco kennengelernt haben, das klingt so ein bisschen für mich, wenn ich es lese, als hätten Sie da einen Sparringspartner gehabt. Ich will darauf hinaus, wie wichtig ist, dass man Leute hat, mit denen man die eigene Idee durchsprechen kann. Also das ist schon wichtig, aber aus meiner zweiten Firma, wo wir gleichberechtigte Partner waren, habe ich die ganz klare Lehre gezogen, nicht nochmal mit einem Partner. Und schon gar nicht, also in einer Firma muss immer einer das Sagen haben. Das ist mein innerster Überzeugung mittlerweile geworden. Ja. Und insofern kann es Partner geben, aber die müssen sich letztendlich dem unterordnen, was man selber denkt. Deswegen sage ich Sparringspartner. Der Sparringspartner im Boxen haut mir ja nicht voll ins Gesicht, sondern er spielt mit. Also er ist nicht wirklich ein Gegner, sondern er hilft mir. Er ist ein lebendiger Sandsack sozusagen. Ja, aber auch dieses Wort wird immer, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Also ein Sparringspartner ist für mich jemand, der wirklich die ganze Zeit da ist und nicht jemand, der irgendwie so einmal pro Woche zur Beratung vorbeikommt. Und ich habe ihn ja nur unter der Prämisse investieren lassen, dass er mitarbeitet. Und das war eine weise Entscheidung für uns beide. Und Sie sind der Boss und er ist derjenige, der so für Sie, deswegen komme ich auf das Bein, ich nenne ihn immer Ideen kommentiert. Ja, ich nenne ihn immer den Make It Work Officer. Also wenn es bestimmte Probleme gibt, dann kann er mir sehr gut helfen. Ja. Vielleicht noch am Schluss ein bisschen was zu dem Tempo. Mich würde interessieren, wie Sie das Tempo organisiert haben. Also von 2003, Gründung, November 2003 und im Dezember 2006 sind Sie an die Börse gegangen. Ich habe gelesen, im November 2006 haben Sie es öffentlich angekündigt. Einen Monat später waren Sie an der Börse und das auch noch erfolgreich. Da gab es ja so ein paar Unrufe, die hießen, das kann sogar nicht klappen. Ja, also wir haben uns im Sommer entschieden, den Börsengang zu machen. Also im Sommer gab es eigentlich die Entscheidung, werden wir in diesem Markt konsolidiert oder konsolidieren wir den Markt? Also es war sehr einfach eigentlich. Entweder verkaufen wir
und führen dann irgendwas weiter. Oder wir gehen an die Börse und sammeln halt einfach so viel Kapital ein. Die Mittel, dass sie voll expandieren können. Dass man einfach andere Leute kauft. Ja. Und das fand ich irgendwie spannend. Und wir haben auch gesehen, dass wir langfristig wird der Wert von Netzwerken weiter steigen. Mittlerweile managen wir ein Netzwerk von 65 Millionen Einzelverbindungen. Und das ist das wahre Asset. Und das werden wir kontinuierlich weiterentwickeln. Und insofern war es für uns klar, dass wir den Börsengang machen. Da haben wir zwei Banken uns ausgewählt und denen gesagt, wir gehen 2006 an die Börse. Und die sagten, das ist sehr sportlich. Lassen Sie uns erstmal für das erste Quartal 2007 überlegen. Und ich habe gesagt, entweder machen wir es 2006 oder gar nicht. Und mit diesem Tempo haben wir dann in unter 4 Monaten den Börsengang gemacht. Vielleicht noch von Anfang an mit dem Tempo. Das Interessante ist, wenn man sich auch die Börsengänge anschaut, alle Börsengänge, die dieses Jahr stattfinden im Technologiesektor, sind quasi deutlich unter dem Emissionskurs. Wenn man sich alle Technologie-IPOs anschaut seit 2002 bis diesen Jahres, waren etwa 150, sind 105 unter Emissionskurs und nur 45 über Emissionskurs. Und wir liegen jetzt bei 15, 16, 17% im Emissionskurs. Sie waren mit was? 35, 38 Euro war der Emissionskurs? Nee, 30 Euro. 30 Euro. Jetzt stehen wir bei 34, 35. Zwischendurch waren Sie schon mal bei 50. Ja, das sind so interessante Erfahrungen, die man dann auch macht. Berührt einen das, wenn der Kurs da 10 Dollar, das macht ja eine ganze Menge aus, das sind ja gleich. Ja, aber es ist immer noch Papier. Ja, nur die Zahlen haben sich irgendwie verändert, aber es ist ja nicht physikalisch in meinem Portemonnaie weniger geworden. Das sind einfach sein Depot. Ich weiß, ich frage nur, berührt es einen so emotional? Bin ich 2 Millionen nach dem Papier ärmer geworden oder habe zugenommen? Ja, also ich glaube, wenn mich das berühren würde, dann würde ich irgendwie täglich drauf schauen und dann würde ich irgendwie nur noch Dinge machen, die irgendwie diese Tagesaktualität hat. Und mir reichen schon die Quartalsberichte. Also ich schaue auch nicht jeden Tag drauf. 2000 in den USA ist ja eine neue Krankheit erfunden worden, die hieß Sutton-Wells-Syndrom. Das waren die Leute, die so über Nacht in dreistellige Millionenbeträge kamen. Ja, aber das waren auch meistens nur Papiermillionäre. Die waren nach kurzer Zeit, das war das Sutton-Loss-Syndrom, was dann hinterher kam. Ist Ihnen das auch so gegangen oder haben Sie da eine gewisse kaufmännische, hanseatische Distanz dazu? Manche Leute regt das ja furchtbar auf, ob der Aktienkurs rauf oder runter geht. Ja, dann sind meistens das auch nicht die Leute, die Firmen treiben. Ja. Also das ist für Sie nicht... Nee, und es hat sich auch was wirklich zum Positiven entwickelt. 99, 2000 war der Börsengang immer das Ziel. Ja. Und quasi, ich bin an der Börse, das war quasi der persönliche Exit. Ich bin jetzt reich. War der Exit, ja. Aber der Börsengang ist nichts anderes als eine Finanzierung mit öffentlichen Mitteln. Das ist eine weitere Kapitalerhöhung, wenn man das ganz normal technisch sieht. Und einfach ein neuer Start. Und es ist eine enorme Professionalisierung der Firma. Und diesen Weg wollten wir gehen. Was hat sich für Sie nach dem Börsengang geändert? Jetzt haben Sie lauter Aktionäre, die aufpassen, dass Sie auch ordentlich jedes Mal eine Gewinnsteigerung bringen. Oder es hat ja auch ein paar Nachteile. Ja, aber das ist so typisch deutsch, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Das ist, in Deutschland heißt es auch so, das, ja. Mein Gott, was es für Risiken gibt. Und ich sage, ja, hört doch auf, über diese Risiken zu sprechen. Ja. Denkt doch einfach an Chancen. Wie viele Chancen habe ich damit? Und wie viele Vorteile hat ein Börsengang? Ein Börsengang hat den Vorteil, dass ich auch seinen Cash wirklich auf der Bank habe. Das ist immer ganz interessant, wenn man sich das umrechnet, wie viel Zinsen das pro Tag bringt, aber dafür hat man das Geld nicht gekriegt, man hat das Geld für Investitionen gekriegt und dass wir aktiv diesen Markt konsolidieren. Wir haben 2 Firmen mittlerweile gekauft, dass wir sicherlich nicht bei diesen beiden Firmen bleiben, da können noch weitere Übernahmen dazukommen. Wir werden wahrgenommen auf dem internationalen Parkett und auch unsere amerikanischen Wettbewerber, bei denen hat es eigentlich die große Panik aufgerufen. Wie kann dieses kleine Unternehmen aus Europa plötzlich so einen Börsengang schaffen und dann auch erfolgreich? Und insofern haben wir jetzt alle Möglichkeiten,
von einer Börsennotierung. Wir können mit Aktien kaufen, wir haben ausreichend Kapital, wir können Anleihen platzieren. Wir stehen ganz anders in der Öffentlichkeit da als vorher. Also unendlich viele Vorteile. Ja. Dieses Tempo, das Sie da vorgelegt haben, was bedeutet das denn für einen selber? Ist man nicht ständig überlastet? Ja, ich habe eine gute Mannschaft. Und also das ist ja Henne und Ei. Habe ich erst das Tempo und kriege dadurch die Mannschaft oder habe ich die Mannschaft und kann dann das Tempo verlegen? Das fühlt sich alles. Man muss einfach nur darauf achten, dass man Leute hat, die wirklich das gerne tun, was man von ihnen verlangt. Und man hat Arbeit zu verteilen und diese Plätze gibt es quasi, oder diese Arbeit gilt es mit Personen zu füllen. Und es geht nicht darum, für Personen irgendwelche Jobs zu finden. Ich glaube, das ist eine der großen Lektionen, die ich in diesem Film gelernt habe. Matthias Hawkes, den Sie vielleicht auch kennen, oder der mal begegnet ist, der sagt ja, wer heute noch von Arbeitsplatz redet, hat nicht verstanden, in welcher Situation wir sind. Sie haben nicht Arbeitsplätze zu vergeben, sondern Sie haben Aufgaben und Sie gucken, dass Sie die richtigen Leute finden. Oder suchen Sie, machen Sie Stellenausschreibungen? Oder also das meiste holen wir über das Netzwerk. Über das eigene Netzwerk. Deswegen haben wir auch diesen Marktplatz jetzt gerade gestartet. Das ist was? Das ist ein Marktplatz für Jobs? Für Jobangebote. Und der Vorteil ist, wenn man Premium-Mitglied ist, dann hat man so ein paar Klicks frei, weil wir auch hier wieder gesagt haben, das Internet ist extrem performanceorientiert geworden. Und ich glaube, Google ist, glaube ich, der beste Vorreiter für diese Performanceorientierung. Und wenn man derzeit Anzeigen schaltet im Internet, ist es nichts anderes als extrem teure Werbung, wenn man sich das veröffentlicht. Also wenn man bei Monster oder Stepstone irgendwelche Anzeigen schaltet, das kostet irgendwie 1.000 Euro oder zwischen 400 und 1.200 Euro. Aber man weiß nicht wirklich, was man dafür kriegt. Das Einzige, was man weiß, ist, dass da Leute hingehen, die aktuell einen Job suchen. Und bei Xing ist es eigentlich genau andersrum. Wir haben eine Arbeitslosenquote, die 0,x% beträgt, die sehr gering ist. Und wir haben jetzt quasi es erlaubt, Leuten, die Anzeigen schalten, die einfach zu schalten. Und jeder Klick, also performanceorientiert, jeder Klick auf diese Anzeige kostet 49 Cent. Und ich glaube, dass dieses Modell deutlich fairer ist als teure Werbung in Plattformen zu belegen, die Arbeitssuchende nur haben. Ja. Jetzt habe ich Ihnen eine Menge Fragen gestellt. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, das war eigentlich ganz anders? Oder irgendetwas, wo Sie sagen, darauf kommt es an? Also es kommt letztendlich darauf an, dass Sie heute Abend so ein Take-Home-Value haben, was der Amerikaner sagt. Insofern freue ich mich viel lieber auf Ihre Fragen. Gut. Insofern sollten wir vielleicht einfach... Ja. Den Leuten, die hier sind, das Wort überlassen. Genau, das machen wir so. Ich danke Ihnen schon mal für das Gespräch und dann geben wir frei.